Letzte Folge Super Luigi Odyssey, sie ist da. Eigentlich hätte sie schon viel früher kommen sollen. Die Aufnahme ist auch, glaube ich, schon fast 2 Wochen her. Also ich konnte nicht noch auf Kommentare eingehen oder so. Aber ja, ich war ja in der einen Woche war ich ja krank und da konnte ich es nicht schaffen, diese Folge noch fertig zu schneiden. Deshalb werde ich dann noch im Fazit etwas vom Monatsrückblick sagen, der schon eine Woche her ist und so. Ja, aber genießt jetzt diese letzte Folge. Ich weiß, ich schulde euch noch einen Stream von Luigi's Balloon World, aber der wird dann irgendwann später kommen. Ich werde ja jetzt bald für 2 Wochen nicht zu Hause sein. Ja, also viel Spaß mit der letzten Folge. Was zuletzt in Super Luigi Odyssey geschah. Ich habe offscreen sehr viele Münzen für die vielen Monde und das Skelett-Outfit gefarmt. Auf der finsteren Seite des Mondes machte ich alle Kämpfe am Stück, ohne getroffen zu werden. Das war eine ganz coole Challenge. Nachdem wir noch alle anderen Challenges und die Hinweiskünste hinter uns brachten, zeigte ich die Belohnung für 999 Monde. Jetzt fällt nur noch eine letzte Challenge. Ciao zusammen und willkommen zur letzten normalen Folge von Super Luigi Odyssey. Let's go! Wir machen heute die stockfinstere Seite des Mondes. Ich habe schon ziemlich Angst vor dieser Challenge, ist wirklich. Und ja, dann zeige ich euch noch die Belohnung für alle individuellen Monde, denn obwohl wir jetzt schon 999 Monde haben, ja, der Ballon ist schon richtig groß von der Odyssee, da wir sehen es auch dabei Datenverwaltung, 999 Monde, aber, das untere ist übrigens noch eine Kopie davon, aber obwohl wir 999 Monde haben, haben wir keinen Stern, wie da oben bei meinem 100% Spielstand, den ich auch kopiert habe. Ja, was ist da los? Und naja, diesen Stern gibt es nur, wenn man wirklich überall, wo es geht, in allen Menüpunkten da so einen Stern hat. Und oh lol, bei der Musikliste fehlt mir auch noch etwas. Okay, das muss ich mir auch noch ansehen. Aber überall, wo es möglich ist, müssen wir so einen Stern haben. Da fehlt uns eben noch dieser eine Multimond bei der stockfinsteren Seite. Und ich habe jetzt auch ein super cooles Outfit dafür angezogen. Das senkt Pauline. Und ja, da gibt es einen Frosch, mit dem kann man dann nach oben gehen. Ich weiß nicht, ob es auch ohne Frosch geht. Ihr könnt mir mal gerne ein Video senden, ob es möglich ist. Nicht nur da nach oben zu gehen, da weiß ich, dass es geht. Aber bis ganz nach oben zu kommen, ohne den Frosch, schickt mir gerne ein Video, falls ihr es geschafft habt. Aber auch das ist nicht so, wäre niemals so schwierig wie die eigentliche Challenge, weil diese Challenge, die ist echt ultra schwierig. Da brauchen wir extrem viel Übung und ich habe Angst. Seht euch mal an, wie viele Gumbas es da hat. Das ist wirklich extrem schwierig, da auszuweichen. Seht mal, das ist so knapp, okay. Und es gibt da einen kleinen Trick, aber wenn ich den schaffe, dann wirklich extrem krass, weil die Chance, dass man da verliert bei diesem Trick, ist echt enorm hoch. Also mal sehen, ob ich diesen Trick schaffe. Und zwar muss man da einen Capy-Roll-Jump machen. Und dann muss man da auf den springen. Oh mein Gott, ich habe es geschafft. Lol. Okay, aber zweimal hintereinander zu schaffen, da ist die Wahrscheinlichkeit noch viel, viel tiefer. Okay, mal sehen. Jetzt hat er noch viel überall solche stacheligen Dinge. Und ich habe es trotzdem noch geschafft. Ey. Ich hatte so viel Glück. Das war reines Glück. Okay. Okay, gut. Mein Herzschlag ist schon ziemlich hoch. Okay, jetzt haben wir ein 6. Herz. So, und damit sollen wir es schaffen, ja. Okay, und... das zeigt, wie schwierig das ist. Ich schaffe es nicht mal ganz leicht, da hochzukommen. Okay. Ja, also ich hoffe, das wird genügen. Okay, und jetzt... Oh, schnell weiter. Okay, das ist schon sehr, sehr knapp. Ja, das ist so ein bisschen 2D. Man kann zwar sich immer noch 3D bewegen. Okay, das war ultra riskant. Hä? Das funktioniert irgendwie nicht. Ich muss mich mit anheften. Hä? Das war sehr seltsam. Es ist trotzdem noch 3D, aber man muss sich da eigentlich in 2D bewegen und das ist so stressig. Wenn man da zu lange drauf bleibt, dann versinkt man in die Lava. Das ist wirklich echt extrem stressig. So. Und jetzt da nach oben gehen und das ist wieder so ein kleiner Trick. Oder wenn ich es schaffe, das ist wirklich so ein Pixel breit, aber ich habe es trotzdem geschafft. Obwohl es nur ein Pixel breit ist, aber es bringt nichts. Ey, ich habe so extrem viel Glück irgendwie. Oh nein, nein, nein. Ey, mein Glück ist wirklich so extrem, aber da kann man, glaube ich... Oh, weiß gar nicht, ob das eine gute Idee war. Schnell. Nein, nein, nein. Oh, oh, oh.
Ich habe halt richtig schnell reagiert. Okay, das ist mal richtig gut. Aber das da, ihr seht mal, wie schnell sie sich bewegen. Ich hole mal schnell diese Münzen da. So, okay. Okay, mal sehen, ob ich es schaffe. Oh mein Gott. Oh, nein, nein. Oh shit, nein, nein, nein. Also so stressig, wie sich so schnell bewegen. Oh mein Gott, was ist das Glück? Das ist enormes Glück, was ich da jetzt habe. Jetzt wirklich. Das ist enormes Glück, weil das ist wirklich die ultimative Challenge. Ja, das ist so wie in Mario 3D World Champions Road oder in Mario Galaxy 2 die Finale Galaxy der Perfect Run oder in Mario 3D Land die letzte Welt Krone, nein, Spezialfeld 8 Krone oder so in Mario 3D Land. Es gibt es auch in manchen Mario Spielen, gibt es ja, oder Mario und Luigi Spielen gibt es ja so extrem schwierige Level und ich kann mir noch glauben, dass ich das da hier geschafft habe. Da dem allem auszuweichen, während ich während ich noch über etwas anderes gesprochen habe, ist wirklich ich habe so extrem viel Glück. Und gut, dahinter gibt es auch ein Secret. Ja, da ist ein Herz. Gut, dann sind wir jetzt wieder voll mit dem Leben und dann sollten wir es schaffen. Und ich glaube, mit dem Mieswurst ist, glaube ich, relativ schwierig, aber ich wachse trotzdem mal mit Mies, was auch wenn man es ohne schaffen kann. Und oh, war das knapp. War das knapp. Oh nein, mein Leben ist in Gefahr. Oder das Leben von Luigi ist in Gefahr. Okay, ich muss aufpassen. Schnell, schnell weg. Oh, das war extrem knapp. Ich wäre fast nach unten gefallen. Okay, jetzt. Oh nein, oh, habt ihr gesehen, wie knapp das war? Ey, das war enorm knapp. So, das war wieder so knapp. Okay, aber zum Glück gibt es auch wieder ein Herz. Jetzt sind meine Lebenschancen viel, viel besser. Ja. Okay, und wenn ich diesen Skip da schaffe, den ich euch mal zeigen will, dann bin ich echt extrem knapp, weil da braucht man wirklich mehr... Als ich das zuerst mal gemacht habe, brauchte ich da wirklich mehrere Stunden, bis ich das hinbekommen habe. Und... Ja, lol, also wenn ich das auch geschafft habe. Ey, weil diese Raum ist wirklich extrem schwierig. Selbst die größten Mario Odyssey Profis haben immer noch Probleme mit diesem... Mit diesem Challenge Round, dieser Welt mit der stattfindenden Seite, aber ich habe es trotzdem geschafft. Ich konnte sogar das da hier schaffen ohne den Mieswurz. Oh mein Gott. So, jetzt. Wandsprünge, die müssen echt perfekt getimed sein. Ja, okay. Okay, jetzt gibt es da Wasser. Eisiges Wasser, wenn man da wirklich ein bisschen zu lange da drin ist, dann erfriert man. Da muss man extrem schnell sein. Oh mein Gott. Diese Fass, die waren so nah, ich konnte sie schon spüren. Okay, schnell weg, bevor Luigi erfriert. Er ist so kalt in dieser... Er ist oberkörperfrei, ja. Okay. Jetzt diesen Fass ist da ausweichen. Okay, ich konnte ihn aus... Nein, ich konnte ihn nicht ganz ausweichen. Oh, shit. Ach, jetzt muss ich aufpassen. So, okay. Okay, gut. So kann man noch ausweichen. Durch Schütteln geht man nicht auf die andere Seite, als ich schüttle jetzt. Okay. 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 Ich weiß nicht, ob ich jetzt extrem Glück hatte oder ob das so abgetimed ist. Ich denke mal, ich hatte durch so Glück. Okay. Kann ich da hochgehen? Ja, lol. Aber da ist nichts. Okay, aber dieser Sprung war jetzt relativ einfach, muss ich sagen. Okay, aber jetzt der Blumenpfad. Man muss da wirklich sehr schnell sein, bevor er wieder verschwindet. Das ist wirklich sehr, sehr wichtig, dass man da schnell ist, bevor er wieder verschwindet. Und jetzt gibt es da noch ein relativ einfaches Herz zum Holen. Ja, da hat man sehr viel Platz zum Stehen. Da kann man wirklich fast nicht runterfallen. Das ist wirklich relativ einfach, muss ich jetzt wirklich sagen. So, und jetzt muss ich schnell sein, bevor die Blumenfahrt verschwindet. Und jetzt gibt es da die Sphinx. Und die hat jetzt einige extrem schwierige Fragen. Okay, welches das einzige Land... es gibt mehrere Länder, wo die Sphinx nicht war, aber von diesen Ländern da ist das Pilzkönigreich das Land, wo die Sphinx nicht war. Und, genau, als Belohnung gibt es noch ein Königsherz. Oh, ich bin da richtig gut dran, ey. Ich habe aber wirklich extrem viel Glück, muss ich wirklich sagen. Okay, die nächste Frage, welches der Attribute trifft nicht auf ihn zu? Also das andere ist dann, das stimmt, er war im Wüstenland, wasserfest, er war im Küstenland. Blumen züchten, der war im Vorstand, Weltraum erfahren. Ja, er war im Mondland. Ein Moment mal. Blumen züchten? Vielleicht das, oder? Er war zwar im Vorstand, aber ich denke mal. Ja, doch, das ist richtig. Ja, okay, gut, gut. Aber er war trotzdem im Vorstand. Ich verstehe das nicht. Okay.
Ich sagte, es ist extrem schwierig. Die Chance war 25%, dass ich das richtig habe. Ja. Okay. Die nächste Frage. Welches ist die abwechslungsreichste Erinnerung an deine Weltreise? Ja, eigentlich der sprechende Hut Cappy. Ja, aber um, ja, ich weiß nicht, ob er jetzt einen psychologischen Trick macht, dass ich denke, ja, die richtige Antwort ist ja sicherlich Sphinx-Gespräche, aber dann sagt er, du willst nur schleimen und so, eigentlich musst du ehrlich antworten, oder ob er jetzt wirklich will, dass man schleimt, oder ob er hofft, dass das jetzt unsere ernsthafte Antwort ist. Hey, mach mal das. Oh, ich habe so viel Glück, okay, let's go. Noch zwei. Oh, so viele. Ey. Warum soll ich all diese Fragen? Was? Das ist ja komplett Luck. Keine Ahnung. Musst du zum Reden? Ey. Ich habe so viel Glück. Okay, die letzte Frage. Die letzte. Welche abschließenden Worte? Ja, halt ich für dich parat. Du hast gemogelt. Danke sehr. Glück gehabt. Ist die Sphinx jetzt nett? Und sagt halt gesehen oder. Ah, ich habe keine Ahnung. Ich rate mal so. Und das war richtig, ey! What? Als ob, ja. Das war ganz wunderbar. Ja. Gib niemals auf. Tapfer Reisende und reißend Kopfbedeckung. Oh mein Gott, wie krass. Und da haben wir jetzt Münzen in Form einer Sphinx. Das checkte ich übrigens lange Zeit nicht, dass das in Form einer Sphinx ist. Und wir haben jetzt 35 Münzen und dann. Und danach werden wir jetzt 1120 haben. Wir hatten vorher 530, jetzt haben wir 590 Münzen mehr, wenn ich richtig gezählt habe. Okay, jetzt nehme ich noch diese Münzen mit, dazu für ein bisschen Glück, ja, so Glücksmünzen. Und dann können wir weiter. So, komm. Das war also quasi der Ort, wo man mit der Münzsphinx hätte sprechen sollen. Okay. Okay, ist cool. Und jetzt kommt wieder ein Blumenfahrtwerk, wieder extrem knapp berechnet ist. Da muss man wirklich sehr präzise sein, dass man da nicht hinten runterfällt. Ja. Okay, aber ich hab's geschafft. So. Okay. Dann kommt das da hier. Und das ist auch sehr schwierig, weil man weiß nicht, was da kommt. Und ich hab gesagt, das ist wirklich extrem schwierig. Aber ich hab's geschafft, da mich zu retten, okay. Aber es wird wirklich echt extrem spät angekündigt, wo das kommt. Ja, und man sieht ein bisschen am Wackeln, muss man wirklich echt extrem genau hinschauen. Also wirklich den Kopf ganz nahe zum Bildschirm heben, damit man sieht, wo das wackelt. So. Okay, ich nehme auch diese Münzen mit, zum Glück, für das Glück, ja. Okay. Okay, so. Gut. Gut. Und ihr seht da überall diese Bausi-Symbole. Überall diese Bausi-Symbole. Das bedeutet was Schlechtes. So. Okay, gut. Oh mein Gott, die Kamera. Ich wollte eigentlich ein Secret zeigen, weil das auch extrem krass schwierig ist. Oh mein Gott, dieser Sprung, der war so genau. Wenn man dann nach unten gefallen wäre, dann wäre die Chance hoch gewesen, dass ich in der Lava gelandet wäre. Aber da ist wieder ein Held und jetzt sind unsere Chance wieder sehr gut. Und der Segelmantel, er will immer noch mit uns sprechen und... Naja, wisst ihr was? Wir haben ihn bisher immer ignoriert, aber jetzt, damit wir Glück, ein bisschen Glück haben, weil das ist wirklich echt extrem schwierig, diese Challenge. Damit wir ein bisschen Glück haben, werde ich mal mit ihm sprechen. Ja, ich bin mal ein bisschen sozial und spreche mal mit ihm. Was sagt er? Ich reise überall hin, um von den Höchstpunkten hin abzusegeln. Dieses Fleckchen fordert mich gerade zu hinaus. Ich fühle das Adrenalin schon in meinen Adern. Kaka! Okay, jetzt haben wir mit ihm gesprochen. Ja, wir haben die ganze Zeit ignoriert, aber jetzt... Ja, ich hoffe, das brachte uns jetzt Glück, weil jetzt müssen wir fliegen. Das ist schon extrem schwierig und noch all diesen Gegner da ausweichen. Und das ist wirklich extrem schwierig. Habe ich jetzt einen Glitch aktiviert oder weshalb fliege ich jetzt so hoch? Okay. Ich habe mal irgendwo gesehen, dass man irgendwie da bis ganz nach hinten fliegen kann, bis zu diesem Bowser-Bild oder sogar noch weiter, aber das war wirklich echt... Pixelgenauen Winkel, denn sonst kommt man an eine unsichtbare Wand. Okay, ich würde sonst, als ich das erste Mal gemacht habe, das erste und das einzige Mal, weil ein zweites Mal habe ich das ist jetzt echt das zweite Mal, weil diese Challenge ist so schwierig, dass ich es bisher nur ein einziges Mal geschafft habe. Aber diesem einen Mal habe ich ihn umgebracht, da hier, aber
Das mache ich jetzt mal nicht. Ich bin jetzt sozial. Ja. Okay. Und da seht ihr, man muss da den perfekten Winkel erwischen und dann noch Cap im richtigen Moment werfen. Es ist so, so geisteskrank. Ich weiß nicht, was die Entwickler geraucht haben. Ja. Was sie das gemacht haben. So. Okay, ich habe jetzt ein paar Münzen verpasst und ich schütteln! Okay. Das war enorm knapp. Und dort hätte es Pause, der würde uns auch Angst machen. Oh nein. Aber dieser Raum, der war tatsächlich der einfachste. Dieser Raum war tatsächlich der einfachste. Da gibt es zwar, kann man zwar riesige Kettenreaktionen auslösen. Und da gibt es extrem viele von diesen Gegnern da. Aber es ist trotzdem das einfachste, würde ich sagen. Ja, es wird Abstand das einfachste. Wirklich so extrem einfach. Das hätte sie auch gleich am Anfang des Spiels packen können, denke ich mal. Ja, und ich verstehe nicht, weshalb sie das nicht als Tutorial da anstatt dieses Frosch-Tutorials hätten sie ja das ganz am Anfang vom Spiel packen können. Ja. Aber der Rest von diesem Level ist wirklich echt so krass. Das hätten sie. Also es ist illegal, dass sie das im Spiel gebracht haben. So. Okay, ich aktiviere mal das. Aktiviere mal. Nein, das werde ich aktivieren. So. Aktiviert war eine Kettenaktion, aber diese Gegner werden umgebracht und. Oh nein, ich rette mich mal. Ich rette mich mal und. Oh mein Gott, dieser Sprung war so knapp. Okay, peek mal. Und seht mal da muss ich im perfekten Timing. Da. Okay, das war extremes Glück jetzt von mir. Oh lol, als ob ich das geschafft habe. Okay. Okay, so. Gut. Weiter. Donkey Kong. Seht mal all diese Fässer an. Das wird extrem schwierig sein, dem allem auszuweichen. Okay, mal sehen, ob ich es schaffe. Und das 2D-Outfit ist halt normal. Es gibt kein angepasstes 2D-Outfit dafür. Das ist schade. Okay, ich versuche mal eine Abkürzung. Das ist ein bisschen riskant. Da muss ich über zwei Fässer springen, aber ich habe es geschafft. Okay, okay. Jetzt schnell. 3, 4. Oh. Ich hatte so Glück, dass ich von keinem Fass getroffen wurde. Okay. Mein Puls ist extrem hoch. Okay, so. Okay, schade, dass da eine Mario Cap ist, keine Luigi Cap. Das müssen wir noch bearbeiten in einem zusätzlichen Update. Ja, übrigens, falls es neue Updates geben sollte zu Luigi Odyssey, dann werde ich natürlich auch Videos dazu machen. Diese Playlist packen, ist ja klar. Okay. Man kann da theoretisch da hier einen Impossible Jump machen, um noch weit nach hinten zu kommen. Und einen Bowser Teil zu überspringen, aber es ist extrem schwierig. Kann man mit Lava Bounce und so nach hinten gehen, aber da braucht man zuerst einmal volle Leben. Das könnte ich mit der Peach Amiibo auch machen. Ja, selbst da ist sie nicht gesperrt, aber das ist viel zu schwierig. Und wenn man stirbt, muss man wieder von vorne anfangen. Das habe ich doch gar nicht gesagt. Wenn man einmal stirbt, muss man wieder von vorne anfangen. So, und da ist, kommt wieder eine Bowser-Sektion. Es fühlt sich so mächtig an, ihn zu steuern, aber wenn man von so vielen Gefahren umgeben ist, fühlt sich das plötzlich nicht mehr so mächtig an. Ey, seht mal an, wie krass man da ausweichen muss. Ihr seht, ich habe es nicht geschafft. Okay. Da kann man eine Abkürzung machen, die war auch extrem krass, aber ich habe es trotzdem geschafft. So, oh, ich konnte nicht umdrehen, So, jetzt kann ich mich umdrehen. Oh nein, ich konnte mich wieder nicht umdrehen. So, kann ich durch einen Block aufs Mal zerstören, wahrscheinlich schon. Okay, ey, ich habe mein 6er Herz verloren. Okay, so, schnell weg, ich hasse diese Gefahren. Da fühle ich mich plötzlich so mächtig an, aber jetzt fühle ich mich wieder mächtig. Okay, und jetzt nehme ich diese Münzen mit. Okay. Und jetzt. Okay. Jetzt passiert was. Das hat jetzt ein bisschen gelaggt. Und jetzt ist, glaube ich, schon das Ende, oder? Aber jetzt, glaube ich, die letzte Challenge, das Fan-Key. Okay, aber ich glaube, da gibt es noch ein Secret, wenn man da nach unten fällt. Wir können theoretisch das Ganze nochmal machen, wenn wir zum Bild gehen, aber da gibt es noch Münzen. Ja. Okay, gut. So, jetzt. Gehen wir wieder nach oben. Und übrigens, das ist ein Troll. Wenn man das da hier kapert, dann stirbt man. Das ist ein Troll. Das ist wirklich extrem fies von Nintendo. Denn man muss einen Copy-Roll-Jump machen und dann diese Stromleitung kapern. Denn sonst stirbt man. Ja, und jetzt kommt ein Fan-Cue. Okay, aber es ist auch nicht ganz geschafft. Man kann da immer noch sterben, wenn man aus Versehen auf ZL oder ZR kommt. Deshalb muss ich aufpassen, dass ich mit einem Finger da nicht aus Versehen drauf komme. Aber jetzt haben wir ein Thank you und ich bin noch nicht durch die Röhre gegangen. Ich kann immer noch runterfallen. Okay. Und ich glaube, wir haben es geschafft. Ich kann es nicht glauben, dass ich so viel Glück hatte, weil diese Challenge war wirklich so extrem schwierig.
So Glück, dass ich es im First Try geschafft habe, okay. Und jetzt kann man noch mit dem Frosch da nach oben gehen. Aber da mache ich jetzt mal eine eher einfache Challenge. Und zwar werde ich das Ganze ohne Frosch machen. Ja, wenn ich das Tutorial am Anfang ohne Frosch gemacht habe, ganz am Anfang im Hutland, werde ich das Let's Play auch damit so beenden, indem ich, ja, mit dem das ohne Frosch jetzt am Schluss mache. Aber ich zeige natürlich dann später noch die Belohnung. So. Und da gibt es extrem viele Münzen. Und jetzt gehe ich mal aus dem Frosch heraus. Gehe nach vorne, weil nur vorne kann man es schaffen, auf den Turm zu klettern. Das ist eine Nachmache von New Donk City. Ist nicht genau dasselbe. Rathaus, ich glaube, es ist ein bisschen natürlich farblos, also schwarz-weiß, und es ist auch höher. Und oh, wir haben all diese verschiedenen Länderpreise. Jetzt wird Kappi sentimental. Und der einzige ein bisschen schwierige Sprung ist dieser hier. Da muss man einen präzisen Dreisprung machen. Und dann kann man es dann nach oben schaffen, und das ist schon ein bisschen präziser. Perfekt. Nun ja, Karan will dabei die ein oder andere Breitseite haben. Oh, jetzt wird Kappi sentimental. Jetzt wird Kappi sentimental. Oh, jetzt muss ich wieder einen Dreisprung machen. Ja, das ist so das Ende der Reise. Gut, man hätte schon mit 500 Mond da hier hinkommen können, aber ich glaube, es schon passen, wenn wir das ganz am Ende vom Let's Play machen, diese Stockfensterseite. Oh nein. Yes, okay, jetzt bin ich wieder oben. Und jetzt wird Kappi, glaube ich, immer noch sentimental. Jetzt kommt gleich der nächste Dialog, genau. Aber denkt doch nur an die ganzen Kopfbedeckungen. Ja, all diese Erinnerungen an die ganze Reise. All diese Challenges, all diese coolen Folgen, all diese Community-Einbindungen. Ah, ich werde auch später ein Fazit geben zum ganzen Let's Play, nachdem wir die Belohnung noch gezeigt haben. Aber jetzt können wir nach oben klettern. Jetzt kommt doch traurige Musik oder sentimentale Musik. Ja. Das Ende der Reise. Der großen Reise. 999 Monde oder beziehungsweise 880, wo es auch ganz viele gekauft hat. Unsere Reise war wirklich einmalig, Luigi. Ja, tatsächlich. Vielen Dank. Es war mir eine Ehre, dabei deinen Kopf zu behüten. Ja, und mir war es eine Ehre, dieses Let's Play zu machen. Ja, aber es ist noch nicht ganz fertig. Ich zeige euch noch die Belohnung. Noch zwei Belohnungen, die wir jetzt bekommen. Die eine Belohnung fürs Abschießen der Stockfinsen-Seite und die zweite Belohnung fürs Einsammeln von jedem einzelnen individuellen Mond. Ja, abgesehen von allen Shop-Monden, die man zehnfach aufs Mal kaufen kann. Ja, also die Belohnung für die Stockfinsen-Seite ist das Unsichtbarkeits-Outfit. Das ist, ich glaube, mein Lieblings-Outfit tatsächlich. Oder es ist ein Hut, kein Outfit. Ja, und jetzt sollen wir tatsächlich, glaube ich, im Kleiderschrank auch ein Stehen haben. Genau, wir haben jetzt jedes Outfit. Die DLC-Outfits zählen übrigens nicht. So, und wenn wir jetzt noch die Sterne... oh nein, jetzt kommen die Memes. Steve hat Stehen gesagt. Oh nein, oh nein. Oh nein, scheiße, jetzt kommen überall die Kommentare. Steve hat Stehen gesagt. Oh nein. Okay, egal. Monde natürlich. Monde. Ich habe zwar schon 199, aber jetzt habe ich wirklich alle individuellen Monde. Und das heißt, das Segel wird jetzt golden. Ja. Und es kommt noch was. Ein neues Porträt von Bowser hängt jetzt im Hochzeitssaal. Und das sehen wir uns jetzt mal an. Aber zuerst komplettieren wir noch die Musikliste. Ich habe geschaut, was diese Nummer 20 ist, die uns fehlt. Und tatsächlich ist es Island Toxico 2 8-Bit. Ja, die 1 ist, wenn man vom Vogel verfolgt wird. Ja, könnt ihr mal anhören. Und die 2 ist einfach das normale Theme. Und 8-Bit, das dachte ich zuerst, ist seltsam, weil wir waren ja schon da drin. Aber wir waren da drin noch mit dem Vogel. Also wir machen ja diesen einen Glitch, wo wir da hier reinkamen. Ihr seht, diese Tür ist doch noch zu. Ja, dafür, das wird jetzt abgespeichert, ja. Wir haben das noch nie gemacht und jetzt sollten wir auch die Musikliste komplett haben. Ich habe in meinem 100% Spielstand geschaut, was uns da fehlt, und ja, weil wir durch einen Glitch da hier reingegangen sind, noch bevor die normale Island Toxic Musik gespielt hat,
hat für dieses Musikstück nicht. Aber jetzt haben wir auch da alles da Gold. Und auch da haben wir das natürlich in jeder Welt, auch im, auch auf der Schachfenstenseite alles da auf Gold oben rechts. Und auf der Spieldatei haben wir jetzt auch einen Stern. Yes! So, schauen wir uns jetzt aber mal diese Belohnung an. Da können wir das normale Finale nochmal miterleben. Aber da ist jetzt die neue Belohnung. Ach ja, wenn man das Unsichtbarkeits-Outfit trägt, dann reagieren alle so mit dem Fragezeichen, Fragezeichen. So. Alle, die so Sprechblasen haben, ich glaube, wenn wir da hier so hingehen, alle reagieren so. Es ist so geil, ich liebe dieses Outfit. Also Cappy sieht man immer noch. Ja, es ist so cool. Es stört sich immer noch genau gleich, aber ich finde es so cool. Und ich kann tatsächlich sehr gut damit umgehen, auch in 2D. In 2D sieht man wirklich absolut gar nichts, kein Schatten oder so. Und ich habe schon mal alles, alle 2D-Areas mit dem Unsichtbarkeits-Outfit gemacht. Ich verlinke euch mal das Video da oben rechts in der Infokarte. Das ist wirklich, glaube ich, ziemlich cool. So ohne Kommentare und so, aber trotzdem ganz cool. Alle 2D-Areas ohne etwas zu sehen, ja. Wohin bist du denn verschwunden? Aber eigentlich ist das egal. Ja, das ist so der spezielle Text, wenn man so ein Unsichtbarkeits-Outfit trägt. Und jetzt haben wir einen leicht erschwerten Bowser-Kampf. Ja, und zwar ist das, was schwieriger ist, ist einfach, dass man da häufiger ausweichen muss. Jetzt weicht man einmal aus, aber dann muss man jetzt nochmal zweimal ausweichen, genau, in der ersten Phase. Ich glaube, die Zwischenphase, das mit dem Feuer, sollte genau dasselbe sein. Und dreimal. Ja, das war genau dasselbe. Okay, jetzt die Anzahl Hüte sollte auch wieder genau gleich sein. Ja, genau. Jetzt eine da, dann kommt eine da. So. Okay. So. Jetzt so, okay. Und jetzt muss ich häufiger ausweichen. Aber das Timing finde ich wirklich extrem leicht da. Das ist extrem leicht, das Timing. So. Aber wenn man das Timing nicht schafft, dann muss man wieder von vorne beginnen. So, wenn man einmal getroffen wird, da. So. Und so, jetzt in die Eier. So, jetzt noch die dritte Phase. Ich habe das mit dem Feuer wieder rausgeschnitten, weil das ist ja genau dasselbe, wie wir es schon kennen. So. Aber das einzige Neue ist wirklich, dass es da, dass man da häufiger schlagen muss. So quasi die Belohnung für alle Mode und so. Ein bisschen schwieriger Bossfight und noch. Und noch etwas anderes, wo wir dann nach den Credits sehen werden. Ja, da dürfen wir die Credits nicht überspringen, aber ich habe kein Problem damit, denn so kann ich noch ein kleines Fazit abgeben. Und ich werde euch jetzt sowieso noch die Flucht rausschneiden. Ey, wie häufig muss man da noch schlagen? Ich werde noch sowieso noch die Flucht rausschneiden, weil die ist ja genau dieselbe. Ja, genau. Und ja, ich überspringe das mal und dann schneide ich euch die Flucht raus. So, das Finale oder einfach die Flucht war jetzt genau dasselbe wie vorhin. Und jetzt können wir uns theoretisch auch diese Sequenz da ansehen mit dem Unsichtbarkeits-Outfit. Aber das kostet ein bisschen zu viel Zeit. Und ich würde mal sagen, es gibt schon genug Videos auf YouTube, die das zeigen, wie das mit dem Unsichtbarkeits-Outfit aussieht. Eigentlich ziemlich witzig. Aber jetzt will ich in den Credits nochmal ein kleines Fazit geben zu diesem Let's Play. Ja, ich schulde euch natürlich noch ein Luigi's oder Mario's Balloon World Stream, aber es wird doch irgendwann später kommen, weil ich werde jetzt in der nächsten Zeit nicht so viel zu Hause sein. Mehr dazu dann im Monatsrückblick. Und ja, und jetzt wird sowieso Super Mario Maker 2 den Fokus haben auf diesem Kanal, würde ich mal so sagen. Ja, und nach den Credits gibt es noch eine kleine Belohnung für das Abschießen der 100%. Ja, also, wir haben es geschafft. Super Luigi Odyssey zu 100%. Eigentlich das ganz normale Super Mario Odyssey, einfach mit einem anderen Skin. Mit Luigi, aber es ist trotzdem eine richtig geniale Mod. Und Vexus und Atlas, so viel Liebe zum Detail. Einige ganz kleine Dinge fehlen noch, aber da kommen noch zusätzliche Updates noch später. Und alles kostenlos. So viele Stunden Arbeit. Und die stellen diese Mod einfach kostenlos zur Verfügung. Es ist so genial. Ja, und eben, ein ganz normales Super Mario Odyssey Let's Play. Aber es ist eben trotzdem nicht so ganz normal. Mit so vielen Challenges, es gab kaum eine Folge, wo wir nicht irgendwas Krasses gemacht haben. Ja, also so, wenn man so Titel und Farbdates macht für so neue Folgen in Let's Play, so kann man ja natürlich so etwas Langweiliges machen, wie zum Beispiel, es geht weiter in Cityland. Ja, das ist komplett langweilig, oder? Irgendwie so etwas. Ja, aber manchmal musste ich mich sogar entscheiden, für welchen coolen Moment
ich mich entscheide für das Thumbnail und für den Titel. Das ist wirklich so. Manchmal gab es mehrere richtig coole Momente in der Folge, mehrere coole Sachen, die ich gezeigt habe, und da konnte ich mich wirklich nicht entscheiden, was ich in den Titel und das Thumbnail packe. Das ist wirklich so, so viele krassen Sachen. Ich glaube niemand, ich glaube wirklich niemand, kann sagen, dass man nach dem Let's Play immer noch genau gleich viel über das Spiel weiß wie vor dem Let's Play. Also mich einbeschossen. Ich habe auch durch euch viele Sachen gelernt über das Spiel, die ich noch gar nicht wusste. Und ich wahrscheinlich auch durch das Let's Play. Ja, und das ist wirklich so genial. Natürlich konnte ich nicht alles zeigen, aber ich glaube schon sehr, sehr viele coole Sachen, die es in diesem Spiel gibt. Und ich glaube, das ist ein bisschen das Ziel von diesem Let's Play. Und ich glaube, das ist wirklich ein sehr, sehr gutes Projekt geworden. Ich bin wirklich enorm zufrieden damit. Ich weiß, es gab häufig sehr eine große Unregelmäßigkeit. Das ist eigentlich der allergrößte Kritikpunkt, den ich an meinem Let's Play habe. Aber ja, jetzt hatten wir ja dieses eine Wochenende, wo zwei Videos pro Tag kamen. So, das war ein bisschen too much für mich, jetzt ehrlich gesagt. Habe ich ein bisschen überarbeitet. Aber jetzt sage ich dann auch noch im Monatsrückblick. Ja, ich spreche schon viel zu lange. Ich werde noch weiter sprechen mit dem Fazit. Ja. Also, wo war ich jetzt eigentlich? Ja, also jeder hat etwas gelernt über das Spiel, und ich habe vergessen, was ich gerade gesagt habe. Ich bin so dumm. Ja, danke fürs Zuschauen bei diesem Let's Play. Ja, und diese Idee mit den Videos einsenden, so, das kam leider erst zu spät. Und oh, das ist sogar auch neu gemacht im Super Luigi Odyssey. Ja, krass. Das wusste ich gar nicht. Das ist auch neu in Luigi Odyssey. Ich blende euch mal hier ein, wie es eigentlich aussieht, das Bild. Okay, das ist aber krass, dass sie sogar ein eigenes Bild da gemacht haben. Okay, ja. Also, eben, wir hatten ja damit einen mehrfachen Dreisprüngen und so. Hatten wir ja da diese Videos auf Twitter, die wir eingesendet haben, und das war wirklich so genial. Und ich finde es schade, dass ich so spät erst auf diese Idee gekommen bin. Aber das werde ich auf jeden Fall in Zukunft so weiterführen. Und ich bin extrem zufrieden mit dem Let's Play. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, was eure Highlights von diesem Let's Play waren. Was eure Lieblingsfolge war, was euer Lieblingsmoment war in diesem Let's Play. Wir hatten so viele coole Sachen. Wir haben das Spiel zu 100% durchgespielt. Langweilig gesagt, habe ich rausgeschnitten. Es war sehr, sehr aufwendig. Also so, ich glaube, so mit 3 Stunden durchschnittlich pro Folge, so kann man schon rechnen für den Aufwand oder mehr, keine Ahnung, ist so nur eine Schätzung von mir. Ich habe nie Zeit gemessen, aber es war wirklich extrem aufwendig, aber ich glaube, es hat sich gelohnt. Und ja, jetzt wird die Zukunft von diesem Kanal jetzt für die nächste Zeit wird Super Mario Maker 2 ja, sein. Also der Fokus wird in nächster Zeit auf Super Mario Maker 2 liegen, aber das eine oder andere Video zu Super Mario Odyssey wird dann trotzdem noch kommen. Und jetzt bedanke ich mich wirklich extrem für alles in diesem Let's Play. Und jetzt zeige ich euch noch ein paar andere kleine Sachen in diesem Spiel. So, ich habe jetzt wieder Münzen erhackt, um mir alle DLC-Outfits zu kaufen. Die werde ich euch jetzt mal alle zeigen. Ja, so sieht das Musiker-Outfit aus. Extrem cool. Und alle Outfits sind extrem teuer. Also alle DLC-Outfits, also das waren kostenlose DLC, alle mit diesem Punktlein da oben rechts, die kosten alle zusammen 70.499 Münzen. Ja, also wenn man da Münzen farmt, dauert das extrem lange. Ja, dieses Outfit da ist extrem cool, das Sunshine-Outfit. Ja, und deshalb habe ich mir einfach das erhackt. Aber auch so dauert es relativ lange, weil man nur maximal 9.999 Münzen haben kann, muss ich immer wieder neu hacken und so für die Münzen. Und ich zeige euch mal jetzt alle Outfits da im Schnelldurchlauf. Satellaview, Baseball, Rennfahrer, Topper, Van Gogh, Harriet, Spewart, Komponist, mein zweitliebstes Outfit, das Zombie-Outfit, das sieht echt extrem fresh aus. Ja, ich finde es extrem cool. Weihnachtsmann,
passt jetzt zu dieser Saison jetzt nicht wirklich. Und mein Favorit, die 8-Bit-Luigi-Mütze. Da finde ich echt extrem cool, wie es da wirklich keine Animation gibt. Das macht irgendwie so ein bisschen aus. Wirklich keine Animationen. Wenn man sich duckt, geht es einfach so rollen. Geht so. Das ist wirklich echt extrem ein cooles Outfit, wie ich finde. Ja. Und dann gibt es noch das 8-Bit-Festival, welches ich euch noch gar nicht gezeigt habe. Das schaltet man frei, wenn man einen von diesen Musik-Toads, also von diesen Toads mit dem Kopf hört, wenn man da einen Mond holt. Ich glaube sogar im Schlemmerland, da bekommt man ja immer so Musikstücke als Belohnung. Und ein Musikstück ist ja da 8-Bit-Musik. Und genau, man kann da das Standard-Festival oder die 8-Bit-Version machen. Und ich zeige euch jetzt mal die 8-Bit-Version. Ich werde meine Klappe halten. Vielen Dank nochmal für alles bei diesem Let's Play. Ihr seid echt enorm krass. Ja, wirklich die Unterstützung bei diesem Let's Play war enorm krass. Kaum ein Erfolg hat unter 2000 Aufrufen. So viele Kommentare, so viele Likes, obwohl ich kaum was gesagt habe. Und so, gut, ich habe das Fazit eigentlich schon gesagt. Vielen Dank für alles und jetzt genießt noch das 8-Bit-Festival. Yeah! Yahoo! Yeah! Wahoo! Yeah! Hoo-yah! Yeah!